Ja, ich könnte vielleicht so anfangen, dass ich wirklich aus der Provinz stamme, aus ganz einfachen, bodenständigen, normalen Verhältnissen. Ich bin in meinen ersten 18 Lebensjahren fernab von irgendwelchen Hochhäusern der Frankfurter Bankenszene oder der Londoner City aufgewachsen. Da, wo ich aufgewachsen bin, da wird man entweder Arbeiter, Landwirt oder Arbeitsloser. So hieß es bei uns in der Familie. Ich wollte mich mit diesem Schicksal nicht abfinden und wie ich heute weiß, war von einem übersteigerten Ehrgeiz getrieben, unbedingt Karriere zu machen, dort rauszukommen, in die große, weite Welt zu gehen, von der ich eigentlich keine Ahnung hatte. Kannte ich nur aus dem Fernsehen. Und mit diesem Ehrgeiz habe ich dann Jura studiert, auch schon mit Einschlag in das Wirtschaftsrechtliche. Und ich hatte dann das Glück, einen sehr guten Abschluss zu machen und habe dann Menschen kennengelernt, Professoren, andere Anwälte, die auf mich aufmerksam wurden, die mir sehr schnell eine Turbo-Karriere ermöglichten. Also diese Abschlussnoten, die ich da gemacht habe, eröffneten mir eine Welt, von der ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Ich sitze hier vor Ihnen mit einer Maske. Ich möchte mich eigentlich nicht mehr verstecken. Ich verstecke mich auch nicht vor den Behörden. Aber ich habe in den letzten 18 Monaten, wovon ich 14 davon in Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft in Köln verbracht habe, eine Menge Menschen das Spiel verdorben. Ich habe eine Menge Menschen schwer belastet mit meiner Aussage. Das sind Menschen, die haben sehr viel Macht, sehr viel Einfluss, sehr viel Geld. Und da ist alles denkbar. Und deswegen habe ich diese Maske auf. Und deswegen habe ich Angst. Aber Angst zählt nicht. Ich bin einen Weg eingeschlagen. Vor, ja, mittlerweile 2,5 Jahren habe ich mich entschieden, aus der Gruppe der Cum-Exler auszusteigen. Es hat sehr lange gedauert, bis ich mich dann endgültig entschieden habe, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Das habe ich seit November 2016 dann getan. Und seitdem sind die Freunde von einst meine Feinde. Die anderen von damals meiden mich wie das, ja, wie der Teufel das Weihwasser. Es ist so, dass in den letzten Monaten natürlich vielen bekannt wurde, dass ich aus dieser Gruppe ausgeschert bin, dass ich ausgesagt habe, dass ich sie belastet habe, mich selber belastet habe, aber eben auch viele andere belasten musste. Menschen, die heute immer noch zu den Stützen dieser Gesellschaft zählen. Das sind tragende Säulen dieser Gesellschaft, bekannte Menschen, einflussreiche Menschen. Und die mögen mich nicht mehr. Stellen Sie sich vor, ein junger Absolvent, immer noch kein Geld in der Tasche,
gerade genug, um sich einen vernünftigen Anzug zu leisten, um zu einem Vorstellungsgespräch zu gehen. Das ist aber nicht ein Vorstellungsgespräch, wo man in einen Besprechungsraum eingeladen wird und dann vor einen oder zwei Anwälten sitzt, die einem die Zukunft erklären. Ich wurde nach London eingeladen. Dort fand gerade von dieser Kanzlei, von der ich gesprochen habe, das jährliche Anwaltstreffen statt. Da wurden also über 2000 Anwälte nach London eingeflogen, von dem ganzen Erdball aus, also von den Büros aus Japan, aus Amerika, wo auch immer. Und ich erinnere noch sehr genau das Abendessen. Ich war also eingeladen, um dort hineinzuschnuppern in diese Welt. Sie war unglaublich glänzend. So viele Anwälte, so viele schillernde Typen. Und dann kam das Abendessen. Stellen Sie sich vor, ein großes Museum, das Queen Victoria und Albert Museum, mitten in London. Die hatten das ganze Museum gemietet. Und da gab es eine große Halle, die erinnere ich noch, weil ich nach oben geguckt habe, eine große Kuppel, einer der Hauptbauten dieses Museums. Und überall um mich herum standen Glaskästen mit Ritterrüstungen und sonstigen Ausstellungsstücken aus den vorherigen Jahrhunderten. Und da hatte diese Kanzlei runde Tische aufgestellt, Zehnertische, unzählige. Sie können sich ja vorstellen, sie müssen ja 2000 Menschen unterbringen. Und ich saß an einem dieser Tische, wurde dort platziert mit Namenskarte und links neben mir und rechts neben mir saßen Partner, also Eigentümer dieser Anwaltsfabrik und haben auf mich eingeredet, haben mich quasi ausgeforscht, wussten auch viel über mich. Ich kannte die gar nicht. Der eine kam aus Frankfurt, der andere aus New York. Abwechselnd wurde ich in Deutsch und in Englisch ausgefragt über mein Leben, über meine Ziele, über meine Einstellung auch zu Geld. Und die war ganz klar. Ich hatte nichts, aber ich wollte viel. Das wusste ich damals schon und ich hatte eins gemerkt, das ist eine Welt von hochgezüchteten Anwälten, Top-Leuten, die den Zugang haben zu den ganz großen Fleischtöpfen. Das habe ich schnell kapiert. Ansonsten wusste ich von der Welt nichts. Und ich wurde auch gar nicht mehr gefragt an dem Abend, ob ich überhaupt arbeiten will. Das war von vornherein klar. Das war nicht so, dass da eine Treppe runtergelassen wurde und eine Tür aufging. Die haben mich reingebeamt, reingesogen in dieses Raumschiff. Und das war sehr genau 2001. Und dann hob dieses Raumschiff ab. Wenn ich bei dem Bild bleiben soll, in eine ferne Galaxie ist das Ding geflogen. Sehr schnell, sehr hoch. Und dann, da werden wir sicherlich auch noch dazu kommen, eine grandiose Bruchlandung hingelegt. Das ist tatsächlich ein bisschen so wie im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob Sie mal den Film Die Firma gesehen haben von John Grisham, das Buch. Da ist viel Wahrheit dabei. Der hat gut recherchiert. Es ist in der Tat so, dass ich nie in meinem Leben eine Bewerbung geschrieben habe. Dieser Abschluss, den ich da gemacht habe, der hat gereicht, dass die Professoren aufmerksam wurden. Die wiederum sind in der Welt der Wirtschaftsanwälte gut vernetzt. Und da habe ich auf einmal Casting könnte man das gut nennen, zwei Angebote bekommen, ohne danach gefragt zu haben. Und ich hatte die Wahl zwischen einer Großkanzlei, wie ich sie gerade beschrieben habe, mit internationalen Wurzeln und dem Hauptsitz an der Wall Street in New York, die ich auch nur aus dem Fernsehen kannte, aber ich war fasziniert alleine von diesem Begriff. Es stammte von 1909, diese Kanzlei. Und auf der anderen Seite eine urdeutsche Kanzlei, die auch zu den Besten der Besten gehört. Und also hat einer derjenigen, die mir damals den Weg bereitet haben, ein Professor hat gesagt, Sie haben die Wahl zwischen einem goldenen Schild in Deutschland oder dem Großkapital, dem
internationalen Spielfeld mit Hauptsitz in New York. Und wissen Sie was? Ich glaube, sie passen besser dahin. Die Menschen, die große deutsche Unternehmen leiten, Konzerne, den deutschen Mittelstand und die sogenannten vermögenden Privatpersonen, die Sie überall finden, in allen Bereichen. Die finden Sie im Rotarier Club, im Lions Club, die sind vielleicht Präsidenten von Fußballvereinen, Kunstmäzene, Opernförderer, selbst Nationalspieler und einen Bundespräsidenten. Liebe Gott, hab ihn selig. Habe ich auf dem Schreibtisch als Fall liegen sehen. Aber nicht als streitiger Fall, wo man vor Gericht geht und sich irgendwie mit anderen Parteien streitet. Nein, das sind Menschen, die haben alle sehr, sehr viel Geld verdient. Unsummen, Millionen. Die haben immer das gleiche Problem gehabt. Problem in Anführungsstrichen. Die hatten viele, viele Millionen verdient und ich gebe Ihnen gleich mal einen konkreten Fall, ohne den Namen zu nennen, weil das darf ich nicht wegen des Anwaltsgeheimnisses. Die haben Millionen verdient und dann gemerkt, oh, wenn ich jetzt mir nichts einfallen lasse, dann muss ich am 31.12. die Hälfte davon an den Staat zahlen. Steuern. Und das ist nicht gut. Ganz konkret. Ich hole mir jetzt in Erinnerung einen Verkauf eines Unternehmens, ein deutscher Mittelständler, angesehenes Mitglied dieser Gesellschaft, der viele, viele Jahre ein Unternehmen geführt hat, aufgebaut hat und dann ziemlich genau für 500 Millionen Euro verkauft hat. Eine Menge Geld, unvorstellbar viel Geld. Und genau dieser Fall lag bei uns auf dem Tisch. Wir haben diesen Menschen begleitet beim Verkauf seines Unternehmens. Für mich damals schon ein sehr spannender Vorgang. Und dann kam es zu dem entscheidenden Tag. Dann kam es wirklich zu dem Abschluss dieses Kaufvertrages. Und dann hat der Käufer 500 Millionen Euro per Überweisung auf ein Konto überwiesen, auf das ich draufschauen musste, weil ich sollte den Vollzug dieses Vertrages kontrollieren. Eine unvorstellbare Zahl. Können Sie sich vorstellen, was das für ein Gefühl sein muss, einen Kontoauszug zu haben? Ja, ich war ja letzten Endes nur der Handlanger. Es war ja leider nicht mein Geld, aber der Mann, dem dieser Kontoauszug gehörte, der stand neben mir. Und der hatte von einer Sekunde auf die andere 500 Millionen Euro auf seinem Konto. Und damit dieses besagte Problem. Es war wirklich September. Und er hat dann mit dem Partner, also der Chef von mir, das Gespräch geführt und gesagt, davon muss ich ja 250 Millionen Euro an den Staat zahlen, am 31.12. diesen Jahres. Es sei denn, Ihnen fällt was ein. Sie wissen bestimmt schon, wie die Geschichte weitergeht. Ihm ist was eingefallen. Und dieser Mann hat keinen einzigen Cent Steuern gezahlt. Wir hatten alle dieses Bild vor Augen, der Feind ist der Staat. Der Staat will 250 Millionen Euro von diesem armen Mann. Und es war unsere Aufgabe, ihn davor zu beschützen. Das Skurrile dabei, und das merken Sie, sage ich mit einiger Ironie, weil ich werfe mir das natürlich heute vor. Es war überhaupt keine Frage in unserem Raumschiff. Ich rede hier von vielen, vielen, vielen Leuten, die an diesem Fall gearbeitet haben. Nicht eine oder zwei Personen. Zig Menschen, die ihr ganzes Leben darauf aufgebaut haben. Und ich habe mindestens 12, 14 Stunden im Büro verbracht und das 6 Tage die Woche. Und die Kollegen von mir genauso.
Und wir haben alle gutes Geld verdient. Gestützt auf diese Fälle habe ich damals einen moralischen Zweifel gehabt? Nicht eine Sekunde lang. Ganz im Gegenteil. Die Leute, mit denen ich umgeben war, und ich nehme mich da nicht aus. Wenn der Moment gekommen wäre, und vielleicht ist er vielleicht eine Sekunde mal hochgekommen, dass man ja eigentlich gegen den Staat arbeitet, gegen den Staat, der meine Ausbildung bezahlt hat, der mir diese Grundlage für mein Leben gegeben hat. Als Jurist ist man sogar Organ der Rechtspflege. Dieser Staat war der Feind. Und wenn diese Sekunde kam, dann war eins klar. Lässt du diesen Gedanken zu, fliegst du aus dem Team. Dann bist du raus. Und dann ist Schluss mit deiner Karriere. Dann wirst du aus diesem Raumschiff rausgeschmissen. Willst du das? Nein, ganz im Gegenteil. Ich will noch viel, viel weiter, viel, viel höher und viel, viel schneller fliegen. Ich hatte einen unbändigen Appetit, noch mehr zu kriegen. Es konnte nie genug sein. Dazu will ich Ihnen später gerne noch mehr erzählen, wenn wir auf Cum-Ex kommen. Es war nie genug. Und noch ein weiterer Gedanke zu Ihrer Frage. Ich fand es schon bemerkenswert, dass so viele Menschen aus dieser Sphäre, die zu den, wie gesagt, Stützen dieser Gesellschaft gehören, zu uns gekommen sind. Ich habe Ihnen ja gerade nur ein Beispiel gegeben. Ich könnte Ihnen zig Beispiele geben, die jedes Jahr wieder gekommen sind und nach diesem Muster gearbeitet haben oder nach diesem Muster vorgegangen sind. Und dann stellt man sich schon die Frage, ja, wenn die das so machen, warum soll ich das nicht eigentlich auch machen? Das ist die Basis, lange Rede, kurzer Sinn, das ist die Basis, der Hintergrund, warum überhaupt Cum-Ex entstehen konnte, weil es eine Haltung gibt in der Gesellschaft, jedenfalls in dieser Spitze der Gesellschaft, die sehr egoistisch und egozentrisch ist. Steuern sind für viele Menschen Kosten und Kosten gehören reduziert, am besten auf Null. In der Zeit, als ich angefangen bin als Anwalt von 2001 bis zu meiner ersten Berührung mit Cum-Ex, habe ich eine hohe Meinung von mir selbst gehabt, eine hohe Meinung von meinen beruflichen Fähigkeiten als Jurist und kaum zu glauben, ich habe auch sehr hohe Prinzipien gehabt, was das Juristische betraf. Ich bin nicht einmal schwarz mit der Straßenbahn gefahren, wäre für mich nicht in Betracht gekommen. Cum-Ex hat mich korrumpiert. Cum-Ex hat mich vergiftet. Ab 2006, als wir die ersten Cum-Ex-Transaktionen getätigt haben, bis zum Ende des Exzess 2011, habe ich die rote Linie überschritten. Ich habe mich durch die Mixtur von Geld, Gier und übersteigertem Selbstwertgefühl, beziehungsweise wir haben uns einfach als die Genies gesehen. Man könnte ganz einfach sagen, in diesem Elfenbeinturm, in dem wir gearbeitet haben, stellen Sie sich einfach ein 38 Stockwerk hohes Haus in Frankfurt, in der Finanzmetropole Frankfurt vor. Und stellen Sie sich vor, da arbeiten auf einem Flur 30, 40 Personen, die alle meinen, das Rad neu erfunden zu haben in ihrem Bereich. Steuerrecht, Bankrecht, Kapitalanlagerecht. Und genau so haben wir uns gefühlt da oben.
wenn sie dann runtergeguckt haben auf die Straße, auf die Taunusanlage, dann haben sie nur noch ganz kleine Menschen gesehen. Und das war die Welt, die normale Welt. Zu der gehörten wir nicht mehr. Wir waren da ganz oben. Ich bin mit einem Einstiegsgehalt von damals 90.000 D-Mark, waren das glaube ich sogar, habe ich begonnen. 3 Jahre später habe ich schon 500.000 Euro verdient. Und ich denke, es war 2005, als ich das erste Mal 1.000.000 Euro verdient hatte. Jetzt könnte man denken, das reicht doch. Aber aus der heutigen Perspektive kann ich eins sagen, es war nie genug, nie. Es kamen viele, viele, viele Millionen nach in den Jahren danach, die ich übrigens alle wieder abliefern musste. Aber das ist wichtig zu verstehen. Selbst wenn Sie nachher so viel Geld auf dem Konto haben, dass Sie das in Ihrem ganzen Leben nicht mehr ausgeben können. Und das war auch noch zu einem Zeitpunkt, als Cum-Ex nicht inkriminiert war. Das heißt, es hätte einen Zeitpunkt gegeben, wenn wir damals ausgestiegen wären, wäre das zu all dem gar nicht gekommen, worüber wir heute sprechen. Aber es ging nicht mehr um Zahlen. Es ging nicht mehr um die nächste Million. Es ging um den Thrill. Die Herausforderung, das ist Ihr zweiter Punkt, die Herausforderung, immer schlauer zu sein als alle anderen. Ich kann das vielleicht wirklich in diesen ganz platten Satz pressen. Wir haben da oben in diesem 32. Stock aus dem Fenster geguckt und haben gedacht, wir sind die Schlausten, wir sind die Genies und ihr seid alle doof. Man kauft sich die Insignien der Macht, des Wohlstands. Man kauft sich einen Porsche, weil ich auch gedacht habe, schon immer gedacht habe, selbst damals in der Provinz, die Menschen, die einen Porsche fahren, das sind bessere Menschen. Da lachen Sie vielleicht heute drüber, so habe ich wirklich gedacht. Es ist am Anfang ein beeindruckendes Gefühl, dass Sie sich alles kaufen können. Dass Preise eigentlich gar keine Rolle mehr spielen. Weil Geld ist einfach immer da. Und irgendwann wird das zur Gewohnheit. Und deswegen ist dieses Spiel auch immer größer geworden. Immer höher, immer weiter, immer astronomischere Zahlen. Ganz wichtig, von Anfang an das zu verstehen und das hier zu sagen. Cum-Ex hat nichts mit versteckten Geldern zu tun, nichts mit Schwarzgeld, wo man nicht drüber redet, wo man irgendetwas versteckt. Cum-Ex, das vertiefen wir bestimmt auch noch, ist Aktienhandel, ganz offiziell, mit Unsummen von Geld. Und man holt sich am Ende eine sehr gute Performance, eine sehr gute Rendite. Innerhalb von 3 Monaten 15% auf ihr eingesetztes Kapital. Und wer zahlt diese Rendite? Der Staat. Stellen Sie sich vor, um das nochmal zu verdeutlichen, ich würde heute an Ihrer Tür klingeln. Sie machen die Tür auf und ich weiß, Sie haben ein bisschen Erspartes. Und ich würde sagen, wenn Sie mir Ihr Geld geben, dann komme ich in 3 Monaten wieder. Und Sie geben mir 100.000 Euro und ich gebe Ihnen nach 3 Monaten 115.000 Euro zurück. Also 15% Rendite. Und das ist ganz sicher. Das wird niemals ausfallen. 15% Rendite. Innerhalb von 3 Monaten. Das sind 90 Tage. Wissen Sie, was Sie machen würden? Sie würden mir die Tür vor der Nase zuschlagen und würden sagen, Sie sind ein dubioser Teppichverkäufer. Aber in der Sphäre, wo ich gearbeitet habe, die ich Ihnen gerade geschildert habe, ging das genau so. Nur nicht mit 100.000,
sondern mit 10 Millionen, mit 50 Millionen. Stellen Sie sich einen Anleger vor, der wirklich Anfang eines Jahres, greifen wir mal 2010 heraus, 50 Millionen Euro auf den Tisch legt und erwartet, innerhalb von 3 Monaten, 90 Tagen, 15% Rendite darauf. Das sind alleine 7,5 Millionen Euro, wenn ich richtig gerechnet habe, innerhalb von 90 Tagen. Wenn man das annualisiert, wenn man das hochrechnet auf das Jahr, dann wären das 60%. Deswegen würden Sie mir die Tür zuschlagen vor der Nase. Wenn ich Ihnen sagen würde, ich kann Ihnen 60% in einem Jahr verschaffen, dann ist das unseriös. In der Sphäre, um das nochmal zu verdeutlichen, hat das funktioniert. Und bemerkenswert ist heute, ich beobachte das mit einem großen Erstaunen, dass all die Menschen, zu denen wir bestimmt heute noch kommen und darauf zu sprechen kommen werden, die wollen alle nicht gewusst haben, was sie da gemacht haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben 50 Millionen. Bestimmt eine schöne Vorstellung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würden Sie dieses Geld jemandem geben, 90 Tage lang, ohne zu fragen, was er damit macht, nie im Leben. Okay, vielleicht hat nicht jeder alle Einzelheiten verstanden, aber die wesentlichen Punkte, und die will ich Ihnen gerne nachher noch einmal schildern, waren jedem klar. Insbesondere, wenn ich das noch sagen darf, das Geld kommt vom Staat. Das war übrigens auch ein geflügeltes Wort von den Menschen, Bankern, Investmentbankern, auch Anwälten, Steuerberatern, die das vertrieben haben. Das ist immer sicher. Warum? Die Rendite kommt vom Staat und der Staat geht niemals pleite. Wie gesagt, wir sind 2006 damit angefangen und das ist ein Zyklus. 2006, 2007, 2008 und 2009 war das völlig unbefangen. Man ist völlig ohne moralische Bedenken, ohne kritische Gedanken überhaupt mit diesem Thema umgegangen, hat darin in diesem Feld gearbeitet und hat gutes Geld verdient, auf allen Ebenen. Welche Ebenen meine ich? Anleger, die ich gerade schon beschrieben habe, die ihr Kapital zur Verfügung gestellt haben, das ist das Benzin gewesen, was wir brauchten, um eine Maschine in Gang zu bringen. Diese Maschine wurde betrieben von Anwälten, Steuerberatern. Sie wurde konstruiert von Investmentbankern. Und diese Maschine lief in 2006 bis 2009 auf Hochtouren. Vielleicht, um Ihnen ein kleines Bild zu geben, was helfen soll, die Dramatik zu unterstreichen. Cum-Ex ist der größte Steuerskandal, den diese Republik jemals gesehen hat. Vielleicht ist Cum-Ex sogar der größte Steuerskandal, den diese Welt jemals gesehen hat. Denn es geht weit über Deutschland hinaus. Wir, die Berater, die Banker, die Anleger, wir waren die Jäger. Wir waren Füchse, blutrünstige Füchse, die in den Hühnerstall gegangen sind. Der Hühnerstall, das war der Staat mit seiner Staatskasse. Und der Hühnerstall, der stand sperrangelweit offen. Und die Füchse sind jedes Jahr im Frühjahr da reingegangen und haben so viel wie möglich an Hühnern rausgeholt. Das Bemerkenswerte an diesem Bild ist, dass die Füchse
dem Bauern, dem Staat, gesagt haben, und das schon in 2001, dein Hühnerstall steht offen. Und er hat jedes Jahr wieder neue Hühner hineingetan. Und die Tür blieb offen. Sie blieb offen von 2001, als der Staat das erste Mal hörte. Es gab ein Schreiben des Bundesverbandes der Banken. Da hat man dem Gesetzgeber gesagt, dein Hühnerstall steht auf. Und man hat ihm auch gesagt, dass die Füchse da ständig reingehen und wildern. Es hat bis 2006, wenn ich das richtig erinnere, gedauert, bevor der Staat überhaupt reagiert hat. Wir können der Frage, warum, gleich nochmal nachgehen, aber lassen Sie mich das bitte kurz zu Ende schildern, wie das weiterging. In 2006 hat der Staat dann gesagt, okay, so geht das nicht weiter. Wir müssen den Hühnerstall schließen. Nur wie? Jetzt würden Sie wahrscheinlich vermuten, er hat durch seine Beamten sich an seinen Schreibtisch gesetzt und ein Gesetz entworfen. Das war aber nicht so. Könnte man meinen. Er ist zum Bundesverband der Banken gegangen. Das Bundesfinanzministerium in persona ist zum Bundesverband der Banken gegangen und hat gesagt, vielen Dank für die Information von damals. Wir würden das gerne aufgreifen und würden gerne ein Gesetz dagegen erlassen. Man hat die Füchse gefragt. Und wissen Sie was? Die Füchse haben dann das Gesetz entworfen. Also das Bundesfinanzministerium hat gesagt, wenn ihr euch schon damit beschäftigt auf der Bankenseite, dann könnt ihr uns ja bitte einen Vorschlag machen, wie wir dieses Loch, diese Gesetzeslücke, wenn man davon sprechen will, schließen kann. Und gesagt, getan. Es kam ein Gesetzentwurf vom Bundesverband der Banken, also von den Repräsentanten der Füchse, wenn Sie so wollen. Und dieser Gesetzentwurf ist 1:1 in das Bundesgesetzblatt überführt worden, also in Kraft getreten. Da wurde kein Komma verändert, kein Wort verändert und auch der Anwendungsbereich nicht überdacht. Es wurde wirklich so umgesetzt. Wir haben Einfluss darauf genommen, viele andere haben auch Einfluss darauf genommen. Also, ich bin jetzt kein Experte für Lobbyarbeit, aber ja, es ist intensive Lobbyarbeit betrieben worden und man hat alle Register gezogen. Ich erinnere einen Fall, da hat jemand vom Sparkassen- und Giroverband, also dem Lobbyinstitut der Sparkassen, der in leitender Funktion war in der Steuerabteilungsfunktion, der war Leiter der Steuerabteilung und hat dementsprechend im Sinne der Sparkassen beim Bundesfinanzminister vorgesprochen und hat dort Eingaben gemacht, zum Beispiel auch für oder gegen solche gesetzgeberischen Maßnahmen, für oder gegen solche Schreiben zu Cum-Ex. Und wie ich heute weiß, stand dieser Mensch auch bei uns auf der Gehaltsliste. Dieser Mensch bei dem Sparkassen- und Giroverband hatte bei uns einen Nebenjob. Ich habe ihn nie bei uns im Büro gesehen, aber ich denke, wenn ich das richtig erinnere, er hat 1.500 Euro im Monat bekommen und hat dafür Gesetze, die er aus dem Finanzministerium bekommen hat, Entwürfe, BMF-Schreiben und dergleichen, sehr schnell zu uns geschickt. Da sehen Sie auch dann, dass Reaktionszeit sehr wichtig war. Wenn es nicht so eine traurige Geschichte wäre, wenn es nicht so eine katastrophale Geschichte wäre, wäre der Anfang fast lustig. Cum-Ex war ein Unfall. Sie müssen sich jetzt einen Aktienhändler vorstellen in England, der sitzt in einer Investmentbank um die Jahrtausendwende. Da sitzt dieser Aktienhändler und versucht eine Aktientransaktion zu machen, die nichts mit Cum-Ex zu tun hat. Cum-Ex gab es nicht. Er hat einen Aktienkauf getätigt, er hat Aktien gekauft und die sollten 2 Tage später ihm geliefert werden.
Das passierte aber nicht. Die Lieferung blieb aus. Es gab ein technisches Versehen. Und die Aktie wurde ihm, nach dem, was ich gehört habe, überliefert wurde, später geliefert. 3, 4 Tage nach dem Kauf. Und in der Zwischenzeit gab es eine Aktionärsversammlung, einen sogenannten Dividendenstichtag. Da wurden also Dividenden ausgezahlt zwischen Kauf und Lieferung. Das war ein Unfall. Die Aktie sollte 2 Tage später geliefert werden, sie kam aber erst zu spät. Und auf einmal hatte er einen Betrag auf seinem Konto, auf seinem Handelsbuch, der sogenannten Kapitalertragssteuer entsprach, also der Steuer auf Dividende. Und er sagte zu sich selber, das Geld steht mir nicht zu. Und er wollte das Geld wieder loswerden. Dann ist er zu dem Aktienverkäufer gegangen und hat gesagt, hör mal, ich habe hier einen sehr hohen Betrag auf meinem Konto und den will ich nicht behalten, der gehört dir. Nö, mir gehört er auch nicht. Ich will den gar nicht wiederhaben, sagte der Verkäufer. Dann ist der Aktienkäufer, der Investmentbanker, unter Druck geraten. Sein Chef kam und sagte, das Geld, das ist dazu Unrecht, du musst es loswerden, das gehört nicht dir. Dann ist er zu dem Leiter der Steuerabteilung gegangen von dieser Bank und hat gesagt, hier ist eine Steuer erstattet worden, die gehört uns nicht und wir müssen die an das Finanzamt abgeben. Dann hat der Leiter der Steuerabteilung den Fall geprüft und hat dann entschieden, eine Anwaltskanzlei, das waren nicht wir, das war eine andere große Anwaltsfabrik, damit zu beauftragen, zu fragen, der Frage nachzugehen, wem gehört das Geld? Können wir das dem Staat zurückgeben? Sie wissen schon, worauf ich hinaus will. Die Antwort war, nein, der Staat will das Geld gar nicht haben. Das Geld könnt ihr behalten. Und in dem Augenblick war durch einen Unfall die Teufelsmaschine geboren. Wenn dann ein Investmentbanker, der entweder einer der besten Mathematiker des Landes ist oder ein Ingenieur, ein hochgezüchtetes Rennpferd in seiner Industrie, so eine Nachricht bekommt, dass er dieses Geld machen kann und es dann auch behalten kann, dann wird er es wieder tun. Und wieder und wieder. Und dieser Mensch hat sich dann in der Folgezeit sehr damit gerühmt, insbesondere in der Finanzcity in London, dass er der Erfinder von Cum-Ex ist. In den Jahren, als Cum-Ex in Mode war, als Cum-Ex ein heiliger Gral war, aus dem Geld floss ohne Ende. Ich rede hier von 2006, 2007, 2008. Heute, wie man hört, versucht diese Person nichts mehr mit Cum-Ex zu tun zu haben und sich so weit wie möglich davon zu entfernen. Aber diesen Effekt haben wir bei vielen Personen. Cum-Ex ist ein ganz großer Markt. Man muss verstehen, dass Cum-Ex keine Gaunerei von einigen wenigen ist. Das hat nichts mit Ocean 11 zu tun. Sie kennen den Film. Das ist eine Gruppe von ganz vielen Menschen, Investmentbankern, Steuerberatern, Rechtsanwälten, Anlegern, vermögenden Privatpersonen, Unternehmen aller Art, die hier mitgewirkt haben. Wir reden nicht nur von Hunderten von Menschen, sondern Tausende, die über ganz Europa von dieser Industrie lebten und heute vielleicht sogar auch noch leben. Das ist der Hintergrund, um zu verstehen, dass es 10, 15 vielleicht Personen gab, die auf der Aktienhandelsseite, Cum-Ex dreht sich ja um den Kauf und Verkauf von Aktien, die da die Hauptrolle gespielt haben. Man könnte vielleicht umgangssprachlich sagen, das sind die Könige der Diebe. Diese Menschen, wenn man ihnen auf der Straße begegnet, sind unauffällig. Ganz normale Menschen, die zur Arbeit gehen, in der City of London,
mit einer grauen Hose und einem weißen oder blauen Hemd, ohne Krawatte, mit einer Tasse Kaffee to go in der Hand, sind sie in ihre Banken gegangen, haben sich dort an ihren Schreibtisch gesetzt, nicht in einem abgeschlossenen Büro oder in einem dunklen Kämmerlein. Die haben auf großen Fluren gesessen, wie man sich so einen Handelsraum vorstellt, wo Hunderte von Menschen sitzen und Geld handeln in Aktien, in Schuldverschreibungen und was die Industrie sonst noch alles hergibt. Und da haben die gesessen, jeden Tag, jeden Morgen, bis abends, viele, viele Stunden. Die haben viel Zeit in ihren Banken und in ihren Fondsgesellschaften verbracht. Sie waren im Grundsatz Wettbewerber, sie standen miteinander im Wettbewerb, haben sich aber Raum zum Leben gelassen, dazu komme ich gleich noch. Aber diese Menschen muss man sich als hochgezüchtete Rennpferde in ihrem Spezialbereich vorstellen. Sie sind Mathematiker, Wirtschaftsingenieure, ausgebildete Banker, Investmentbanker, die über viele Jahre gelernt haben, den Profit zu maximieren bis zum Anschlag. Für die gab es kein großes Grundgehalt, für diese Menschen gab es nur Boni. Und ja, all das, was man an Vorurteilen seit der Finanzkrise über Investmentbanker kennt oder vielleicht durch Filme wie Wolf of Wall Street auch mal nach außen gefördert hat, vieles von dem ist Realität. Vieles von dem stimmt. Geld wird dort zu einer abstrakten Größe. Moral hat dort keinen Platz. Wer dort die Moralfrage stellt, wird sofort ausgetauscht, verlässt das Team, hat das Team zu verlassen. Die Leute, die damit viel Geld gemacht haben, ich habe jetzt gerade zwei Banker vor Augen. Der eine, das habe ich mal erlebt, fuhr mit einer Nobelkarosse, mit einem Bentley durch London und das Nummernschild, das geht in England, gelb-schwarze Nummernschilder, da können Sie auch Buchstaben nutzen. Der hatte die Buchstaben Cum-Ex als Nummernschild. Und recht berühmt in der Szene wurde dann auch ein weiterer Exzess, dass ein Aktienhändler, der Milliardär wurde, sogar eine Yacht in Dubai mit dem Namen Cum-Ex hatte. Da, wo dieses exzessive Geld zur Verfügung steht, passieren Dinge, die sind eigentlich mit normalem Menschenverstand nicht mehr zu erklären. Das fing an, dass mir auffiel, dass einige von ihnen nicht nur eine Villa auf Mallorca hatten, sondern sogar zwei. Eine im Süden von Mallorca und eine noch größere, ich rede hier über mehrere tausend Quadratmeter Grundfläche und mindestens 1000 Quadratmeter Wohnfläche. Ich war da mal zu Besuch. Zwei Villas. Als ich dann fragte, warum hast du zwei Villas auf Mallorca? Eine im Süden und eine im Norden. Ja, wenn der Sommer so heiß ist, dann sind im Süden 2 Grad mehr als im Norden. Und dann gehe ich lieber in den Norden. Ein weiteres Beispiel wurde mir überliefert von jemandem, der an dieser Party teilgenommen hat. In Abu Dhabi gibt es einmal im Jahr ein Formel-1-Rennen. Ich meine sogar, dass es immer das Finale der Formel-1-Saison ist. Und einer der Aktienhändler, ein sehr berühmter, der mittlerweile auch in der Presse sehr bekannt ist, hat dort seine, wie mir überliefert wurde, 80 Meter Yacht geparkt, direkt an der Rennstrecke. Und dort fanden solche Partys statt, von denen Sie auch gerade gesprochen haben. Also mit allem, was da anscheinend dazugehören muss. Alkohol in rauen Mengen, obwohl Sie in einem muslimischen Staat sind. Geht das auf so einem Schiff? Frauen und Drogen nicht ausgeschlossen. Heute gibt es ja noch viele Leute, namhafte Leute,
Banker, Anwälte, Anleger, die sich hinstellen und sagen, was wollt ihr eigentlich? Das ist doch alles legal. Ich sage, jetzt, nachdem ich viel gelernt habe in den Vernehmungen über den Fall, über mich selber, über meine Einstellung, auch zu meinem Beruf, das ist organisierte Kriminalität in Nadelstreifen. Was das ist, möchte ich Ihnen erklären. Das ist was Neues. Das hat es so noch nicht gegeben. Das erschreckt mich. Ich berausche mich nicht mehr daran. Ich war berauscht, viele Jahre. Heute stehe ich mit Schrecken davor. Lassen Sie mich das bitte kurz erklären. Wenn Sie das Wort OK, organisierte Kriminalität, hören, haben Sie bestimmt ein Bild vor Augen von mafiösen Strukturen, von Ganoven, die sich einmal im Monat in einem abgelegenen Industriekomplex treffen, um einen großen Tisch sitzen und der Boss der Bosse sitzt an der Stirnseite des Tisches und verteilt die Aktien und die Profite. So ist es nicht. Das ist ein hochgradig arbeitsteiliger Markt von Banken, Rechtsanwälten, Steuerberatern, Anlegern, Lobbyisten, ja, und auch Politiker. Wir reden nicht über eine Person, die alles wusste. Wir reden nicht über 10 Personen, die alles wussten und alles gesteuert haben. Das war ursprünglich mal die These der Ermittler. Es ist eine Industrie. Und das ist das Erschreckende und auch das Gefährliche. Es ist eine Industrie von Hunderten von Menschen. Ich war auch Mitglied dieser Gruppe, bis zuletzt auch überzeugt, dass wir nichts falsch gemacht haben, dass wir zu Unrecht verfolgt werden. Wir waren der Meinung, und die meisten sind es heute noch, dass das Geld, was vom Staat geholt wurde, was aus dem Hühnerstall geklaut wurde, im übertragenen Sinn, das ist das Zustand. Und als ich dann irgendwann nur mal den Gedanken zugelassen habe, bei mir selber, dass es vielleicht doch nicht ganz okay gewesen, habe ich vorm Spiegel gestanden und mich eigentlich gar nicht getraut, das überhaupt auszusprechen, weil ich so eingewoben war in diese Phalanx, so nannten wir das. Also auch als die Ermittler schon sehr weit waren und gegen viele, viele Menschen vorgegangen sind, hatten sie keinen, der ihnen etwas aus dem inneren Kreis berichtet hat. Und dann haben wir, meine Rechtsanwälte und ich, diese Gedanken konkreter durchgespielt und sie haben mich auf einen Weg gebracht, auf einen Weg, der sehr steinig war, ein Weg, wo alle anderen Rechtsanwälte, die in diesem Fall beteiligt waren und andere Beschuldigte, Betroffene beraten haben, gesagt haben, ihr seid wahnsinnig, man kooperiert nicht mit dem Feind. Ich hatte schon des Längeren das Gefühl, dass da im Hintergrund Maßnahmen vorbereitet werden. Man konnte das ein Stück weit absehen, weil die Fälle, an denen wir gearbeitet hatten, immer weiter untersucht wurden, geprüft wurden. Und dann kam der ominöse Tag. Ich war gerade in der Dusche. Und dann klingelte es, ungewöhnlich früh. Sie machen die Tür auf. Und dann haben sie eine Hundemarke vor den Augen. Und da steht Kriminalpolizei drauf. Und im nächsten Augenblick marschieren 8 Polizisten in ihr Haus. Sie dürfen sich nicht mehr bewegen. Sie dürfen nicht telefonieren.
Und die 8 Polizisten durchsuchen alles, was da ist. Ihr Schreibtisch, Ihre Tasche, aber auch Ihren Kleiderschrank. Das dauert ungefähr 3-4 Stunden. Und wenn das vorbei ist, geht das in der Kanzlei, im Büro weiter. Und Sie können eigentlich nichts machen. Sie spüren absolute Ohnmacht. Sie dürfen nichts anfassen. Sie sollten auch nichts sagen. Und Sie können es nur einfach über sich ergehen lassen. Ohnmacht und Hass. Damals hatte ich noch ein klares Feindbild. Für mich, wie für alle anderen auch, war der Staat der Feind. Und jetzt schlug er zu. Und ich hatte große Lust, zurückzuschlagen. Der Sommer 2016 war der Sommer der Vorbereitung. Meine Verteidiger sind dann nach Köln gefahren, zum Feind, in die Zentrale des Teufels. Und haben das erste Vorgespräch geführt. Ich war nicht dabei. Warum? Ich habe mich versteckt. Ich hätte doch keinen Fuß mehr auf deutschen Grund gesetzt. Ich hatte Angst, verhaftet zu werden. Wie viele andere auch. Und das Gespräch wurde mir hinterher so geschildert von meinen Verteidigern, dass man mich gerne sprechen wollte. Aber Garantien gab es keine. Und dann haben wir uns entschieden, diesen Strohhalm zu greifen. Sie müssen sich vorstellen, ich möchte das an dieser Stelle noch einmal unterstreichen, niemand war da vorher und hat aus dem Maschinenraum, aus dem inneren Kreis, die DNA sozusagen geschildert bei der Staatsanwaltschaft. Und dann kam der 4. November 2016. Das war der erste Tag meiner Vernehmung. Ein Montag, wenn ich das richtig erinnere. Das war der Tag der größten Angst in meinem Leben. Wenn Sie da hinfahren, und Sie müssen Ihre Zahnbürste mitnehmen und sich zu Hause verabschieden, und Sie haben keine Garantie, ob Sie nicht da übernachten müssen, dann wissen Sie, was die Stunde geschlagen hat. Und dann wissen Sie auch, irgendwas an der Sache kann nicht ganz richtig sein. 14 Monate später waren die Vernehmungen beendet. Und ich bin sehr froh, dass ich diese 14 Monate erleben durfte. Es war die schlimmste Zeit in meinem Leben bisher. Ich hoffe, ich muss nie wieder eine schlimmere Zeit erleben. Es war die größte Krise in meinem Leben. Am Tiefpunkt wollte ich sogar sterben. Aber nicht mal das hat geklappt. Nicht in der Form, dass ich mir die Pulsadern aufschneiden wollte, aber ich saß in einem Flugzeug und das wäre beinahe abgestürzt. Und als alle um mich herum nur noch geschrien haben, habe ich gedacht, jetzt ist es soweit, das ist die Erlösung. Ich habe wirklich losgelassen. Ich war so tief in der Krise, ich war so verzweifelt, ich war so voller Angst, voller Scham. Ich konnte nur noch mit Rotwein einschlafen. In dem Augenblick habe ich losgelassen. Und ich sage, es hat nicht funktioniert. Selbst dieser Wunsch, dass der Flieger zerschellt, hat nicht funktioniert. Aber in dem Augenblick, als ich losließ, öffnete sich ein neues Fenster. Freunde kamen in mein Leben und haben mich angestoßen, diesen Weg zu gehen. Und den Satz wollte ich noch loswerden. Es war die größte Krise in meinem Leben bisher, in der Rückschau. Es war eine sehr schlimme Erfahrung.
Aber ich bin sehr dankbar, dass ich sie machen durfte. Und ich bin dann 14 Monate in diesem Vernehmungsraum gewesen. Der erste Tag war fürchterlich, Eiseskälte. Aber man hat mich behandelt wie einen Menschen, von Anfang an. Man hat mir die Gelegenheit gegeben, am Anfang meine Geschichte zu erzählen. Und über die Monate hinweg hat man nie die Geduld mit mir verloren. Und das ist ein großes Geschenk, weil auch im Vernehmungsraum hatte ich viele Stunden, wo ich lernen musste. Ich musste über mich selber viel lernen, musste über meine Einstellung zum Fall viel lernen, auch lernen, dass ich was falsch gemacht hatte, akzeptieren, dass ich was falsch gemacht hatte. Und das hat viele Monate gedauert, bis ich die richtige Einstellung gefunden hatte. Der Vernehmungsraum als solcher, wenn ich den kurz beschreiben darf, damit Sie auch ein bisschen meine Angst an diesem ersten Tag nachspüren können, ist ungefähr 8 Quadratmeter groß, hat milchige Fenster, Sie können nicht rausschauen, Gitter sind vor diesem Fenster und in der Mitte dieses Raumes steht ein großer Tisch und um diesen Tisch herum waren an dem ersten Vernehmungstag, an dem 4. November 2016, 5 Ermittler gruppiert, 3 Staatsanwälte, 2 Kriminalhauptkommissare, die sich seit Monaten, wenn nicht gar Jahren schon mit diesem Fall quälen mussten und auch nichts mehr anderes machen konnten, weil der so groß war. Eine Protokollführerin, 2 Anwälte und meine Wenigkeit. Da wird die Luft schon eng bei 8 Quadratmetern. Wenn ich an den Tag zurückdenke, war das relativ klar, dass ich unter 7 Jahren Haft da nicht rausgehen werde. Das ist eine Menge. Und als ich diese Zahl zum ersten Mal hörte, habe ich das getroffen wie ein Blitz. Ich hatte dann über die Monate hinweg auch zahlreiche Zusammenbrüche. Aber die Ermittler haben mir immer die Chance gegeben, wieder aufzustehen. Sie haben mir auch geholfen, sehr oft. Und ich kann die Situation dort am besten so beschreiben. Auf diesem Tisch im übertragenen Sinne lagen 1 Million Puzzleteile. Die Ermittler hatten im Prinzip alles. Sie hatten alle Informationen. Nur, das ist wie mit dem Da Vinci-Code. Sie haben alle Informationen, sie haben alle Puzzleteile, sie wissen aber nicht, wie sie das zusammensetzen sollen. Weil den Da Vinci-Code kannten nur ganz wenige. Und das war meine Aufgabe, mit den Ermittlern zusammen dieses Puzzle zusammenzusetzen. Und das ist jetzt auch, um das abzuschließen, ein ganzheitliches Bild. Und die Ermittler können heute sagen, sie haben den Fall geknackt. Sehr auffällig ist, dass in über 10 Jahren Cum-Ex, der wie gesagt der größte Steuerskandal dieser Republik ist, nicht eine einzige Frau eine Rolle gespielt hat. Es ist wirklich bemerkenswert. Ich habe mich das mal gefragt. Es ist eine reine Männerwelt. Diese Teufelsmaschine, die wir da entwickelt haben, die wir betrieben haben, die wir hochgezüchtet haben und die wir jedes Jahr wieder auf vollen Touren haben laufen lassen, das waren alles nur Männer. Die einzigen Frauen, die in der Zeit eine Rolle gespielt haben, waren Sekretärinnen. Ansonsten alles nur Männer. Investmentbanker, Anwälte, Steuerberater, alles nur Männer. Und jetzt spielt die Hauptrolle eine Frau. Und das ist die Person, die Sie angesprochen haben. Und sie hat meinen vollen Respekt. Dass ich das mal über die Feindin von 1 sagen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Warum ist das so? Sie hat sich hingestellt, Sie müssen eine rechtsehrliche Person sich vorstellen, die man sehr schnell unterschätzt.
Ich habe das auch das ein und das andere Mal gemacht und sehr bereut. Sie ist sehr durchsetzungsstark, sehr intelligent und hat sich, und deswegen hat sie absoluten Respekt verdient, hat sich nie von ihrem Weg abbringen lassen, als die Granaten bei ihr eingeschlagen sind. Sie ist von allen Seiten beschossen worden. Auch namhafte Banker stellen sich bis heute in die Presse und sagen erstens, wir haben nichts falsch gemacht, zweitens, wir haben Anspruch auf dieses Geld und drittens, die Frau, die uns da diese Ermittlungsmaßnahmen zumutet, die verstößt gegen das Übermaßverbot. Mit anderen Worten, sie macht sich strafbar. Und gleichwohl geht sie ihren Weg, bleibt stehen und sorgt dafür, das muss man hier klar sagen, dass große Summen wieder den Weg zurück in das Stadtsäckel finden. Die Vernehmungen haben 14 Monate gedauert und in diesem Vernehmungsraum hatte ich meine Höhen und meine Tiefen. Und am Anfang der Vernehmung habe ich vieles gesagt, aber nicht alles. Zum einen, weil ich einiges nicht sagen wollte, zum anderen, weil ich einiges nicht erinnern konnte oder wollte. In der Phase nach 5, 6, 7 Monaten werden sie immer weiter geführt, immer weiter an die Feuerstelle geführt. Und irgendwann brechen dann alle Dämme. Wenn man da ist und wenn man rückhaltlos aufklären will, dann muss man sich irgendwann an diesem Wort festhalten, rückhaltlos. Und die Ermittler haben sehr feines Gespür dafür, wo man Dinge zurückhält. Und immer dann, wenn ich das im Vernehmungsraum getan habe, bin ich ziemlich auf die Nase gefallen. Und am Ende hat man mir geholfen, immer wieder aufzustehen. Und erst im letzten Drittel der Vernehmung, als ich wirklich alles auf den Tisch gelegt hatte, was ich wusste, konnte ich auch diese befreiende Wirkung fühlen. Konnte ich endlich sagen, ich habe mich von den Geistern der Vergangenheit befreit. Ich habe mich auch in dem Vernehmungsraum oft mit dieser Frage befasst. Warst du da an illegalen Sachen beteiligt? Und heute sage ich ganz klar, das ist organisierte Kriminalität in Nadelstreifen. Aber etwas Neues, was diese Republik noch nicht gesehen hat. Was ist das? Man könnte vielleicht bildhaft davon sprechen, es ist das perfekte Verbrechen. Viele Krimi-Autoren haben sich immer die Frage gestellt, ob es das gibt. Wenn es das gibt, ist es das. Ist es Cum-Ex? Warum? Weil diese Maschinerie, die da in Gang gesetzt wurde, Unmengen von Geld eingebracht hat. So als hätte man Fort Knox geknackt. Nur noch besser. Warum? Weil der Staat war die Quelle des Geldes und diese Quelle, die konnte nicht versiegen. Wenn der Staat kein Geld mehr hatte, hat er einfach welches gedruckt, zum einen. Zum anderen, und das ist das Neue, es haben nicht wenige Ganoven, die meinten, ein Mastermind zu sein, einen Plan ausgeheckt und den dann durchgeführt, wie bei Ocean 11. Hier ist es so, dass eine ganze Industrie von Bankern, Anlegern, Rechtsanwälten, Steuerberatern, Hunderte von Menschen über viele Länder verteilt, sich jeweils einen Plan überlegt haben. Und jetzt kommt das eigentlich Bemerkenswerte, wenn man nicht sagen will, Katastrophale. Der Plan für den, wie Sie sagen, Raub, den hat der Staat geschrieben, indem er ein Gesetz gemacht hat,
was von der Bankenindustrie vorformuliert wurde. Und deswegen, um meinem Bild noch einen Satz anzufügen, das perfekte Verbrechen deswegen, weil das Geld vom Staat kam und der Staat auch noch den Plan dafür entwickelte. Gier frisst Hirn. Das ist meine einzige Erklärung. Und die Erklärung habe ich auch für mich selber benutzt. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Als ich in dem Vernehmungsraum saß und die zuständige Staatsanwältin mich fragte, warum? Ich bin falsch abgebogen. Ich habe alle Prinzipien über Bord geworfen. Und am Ende konnte ich es nur auf diesen einfachen Nenner bringen, Gier frisst Hirn. Und das gilt, wenn Sie mich fragen, nach einer Erklärung, wohl nicht nur für mich. Die absolute Ausnahme gab es. Was ist das? Wer ist das? Es gab Menschen, sowohl auf Bankenseite, auf Beraterseite, auf Anlegerseite, die sich das angehört haben und die gesagt haben, nee, da mache ich nicht mit. Ich habe Menschen erlebt, die Nein gesagt haben, weil sie Angst hatten vor Reputationsschäden. In den überwiegenden Fällen nicht aus moralischer Überzeugung, sondern einfach nur, wenn das aufgedeckt wird, wenn da die Öffentlichkeit einmal den Scheinwerfer draufhält, so wie heute, dann ist unsere Reputation im Eimer. Und deswegen lassen wir lieber die Finger davon. Aber diese Ausnahmen gab es. Das war aber die absolute Ausnahme. Der weit überwiegende Teil, sowohl in der Bankenwelt als auch in der Berater- und in der Anlegerwelt, von der ich hier spreche, hat er mitgemacht. Und zwar im vollen Bewusstsein. Es ist eine absolute Schweinerei. Es ist schlimm, was passiert ist. Und zwei Dinge möchte ich Ihnen dazu jetzt sagen. Ich schäme mich sehr dafür, dass ich ein Ingenieur war, der mit an dieser Teufelsmaschine gearbeitet hat. Ich habe alles versucht, was in meiner Macht stand, um das aufzuklären. Ich habe alles versucht, um den Ermittlern die Möglichkeit zu geben, dieses Puzzle zusammenzusetzen, diesen Da Vinci-Code zu entschlüsseln. Und insofern versuche ich alles, was ich kann, auch deswegen bin ich heute hier, um aufzuklären. Mehr kann ich nicht tun. Punkt 1. Die Geschichte erzählen. Immer und immer wieder. In der Hoffnung, dass das nicht nochmal passiert. Allerdings, und das ist mein zweiter Punkt, die Menschen, die an dieser Teufelsmaschine Cum-Ex mitgewirkt haben, sind alle nicht mehr am Werk. Sie verstecken sich teilweise auf der ganzen Welt. Die wenigsten, die absolute Ausnahme, ich rede hier über 4 bis 5, maximal 6 Personen, haben den Weg zur Staatsanwaltschaft gefunden und kooperieren dort jetzt. Weil sie gemerkt haben, dass ich war der Erste, der da hingegangen ist, ordentlich behandelt wurde und eine faire Chance bekommen habe. Jetzt ist es so, diese Menschen werden an dieser Teufelsmaschine nicht mehr arbeiten. Aber an den Universitäten dieses Landes und auch an den Universitäten von anderen führenden Industrie- und Banknationen wird schon die nächste Generation herangezüchtet. Es wird wieder, und zwar in kurzer Zeit, Investmentbanker, Anwälte, Steuerberater, vermögende Privatpersonen und vielleicht auch Politiker geben, die nächste Gesetzeslücke schaffen und ausnutzen. Da bin ich mir so sicher wie das Amen in der Kirche. Nur weil man eine Tür zum Hühnerstall zugenagelt hat, heißt es nicht, dass Investmentbanker, insbesondere die neue Generation, jetzt moralisch geläutert ist. Verabschieden Sie sich von diesem Gedanken. Die nächste Generation blutrünstiger Füchse wächst schon heran oder ist am Werk und die werden alles versuchen,
um den nächsten Eingang, vielleicht auch das Fenster in den Hühnerstall zu finden. Aber ich kann Ihnen eins sagen, ich bin nicht der Einzige, der dieses Wissen hat, sondern die Behörden, die Ermittlungsbehörden sind, nach dem, was ich weiß, sehr darauf erpicht, auch diesen Bereich auszuleuchten. Und ich glaube sehr daran, dass wir insofern in guten Händen sind. Ich bin mir sehr sicher, dass das ein Sturm war, ein Hurrikan, der da über Deutschland gegangen ist. Zwischen 2001 bis 2011 ein Hurrikan. Und ob ich das will oder nicht, ich war im Auge dieses Sturms. Und heute versuche ich, so viel wie möglich an Informationen und Daten aus diesem Inneren des Sturms nach außen zu bringen, weil, jetzt komme ich auf den Punkt, ich bin sehr sicher, da zieht schon ein neuer Sturm auf. Die Schüler von diesen Lehrern, von diesen Meistern des Aktienhandels, die Zauberlehrlinge von einst, sind heute diejenigen, die nachkommen. Die neue Generation arbeitet schon an dem neuen Sturm. Es ist ein Weg in den Abgrund.